Hallo, hallo, hallo zu einem neuen Vlog in Magdeburg. Langer, langer Zeit. Oh, mein Handy. Wir haben Raum Nummer 256. Direkt hier. Schauen wir mal rein. Oh, jetzt habe ich diese. Jetzt geht's locker zu. Geht's so? Ja. Das ist gerade unklar. So. Stinkt die Folge. Ja, ein bisschen. Sie hat gesagt, wir müssen die Betten zusammenschieben. Wir haben sogar einen Balkon. Ach nee, oder? Lieber Gast. Achso, wir haben eine Klimaanlage. Wir haben Knöpfe an der Tür, die wofür ich schon mal nicht weiß, was das ist. Hey, das Wasser ist nicht da. Toll. Da stand, wir haben ein Wasser oder so. Ja, toll. Verkackt. Ach nee, hier ist es. Da haben wir eine Wanne. Das riecht überall richtig komisch hier, oder? Guck mal, wie perfekt der Koffer passt. Ich hab gesehen, ich glaube, es gibt Nudeln zum Abendessen. Richtig gut. Aber vielleicht dürfen wir uns ja gar nichts aussuchen. Erstmal die Betten aneinander schieben. Ist das nicht so, dass man irgendwie was erstattet kriegen kann, wenn es nicht genau das Zimmer ist, was man gebucht hat. Aber das ist doch das. Das habe ich letztens gesehen. Die hatte nämlich irgendwie so mit Meerblick oder so bestellt und dann gab es das nicht mehr. Und dann haben sie ihr Frühstück angeboten und Schadensersatz oder sowas. Keine Ahnung. Weil eigentlich. Bestimmt, also man kriegt dann was halt zum Entgegenkommen. Weil, wie hieß das? Doppelzimmerbett. Keine Ahnung. Also, ja, es war halt oft so, dass die auseinander waren, aber. Keine Ahnung. Halt irgendwie voll dumm. Ja, okay, wir zeigen euch dann gleich unser Abendessen. Was machen wir jetzt? Also wir fahren jetzt in einen Elbenauenpark. Elbauenpark. Ja. Und davor noch kurz zu Netto oder so was trinken für den Hai. Ja. In diesem Elbauenpark ist so eine Sommerrodelbahn und ein Schmetterlingshaus und was noch? Ein Aussichtsturm, ganz viele Pflanzen. Und so war so ein Hüpfburg und alles, nur das Ding ist, dass es halt heute regnet und wir hoffen, dass es aufhört zu regnen. Genau, sonst können wir diese Rodelbahn nicht fahren. Ja. Aber wir gucken jetzt erstmal und holen was zu trinken. Ja. Genau. Ja. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter erstmal einkaufen und dann in diesen Elbauenpark. Und morgen geht es dann auch in den Zoo und dann wieder zurück. Genau, also peace. Da sind Bambis. Pass auf, der ist elektrisch. Ziemlich.
Und die Sommerrodelbahn hat zu. Nein, wir wissen nicht wirklich, oder? Ja, es hat doch geregnet, deswegen rodelt da auch keiner. Und deswegen gehen wir jetzt hier irgendwie ganz komisch lang und gucken, was wir noch machen können. Das ist auf jeden Fall noch so ein Schmetterlinghaus. Und wir suchen jetzt erstmal eine Toilette. Junge, das ist ein Geweih. Warum ich? Ach, der Geräusche. Was? Vielleicht auch? Wie war zur Seite? Ja, stehen bleibt. Ich bin der Tierflüsterer. Hallo, du Kleiner. Was? Der guckt dich jetzt an. Ja? Er guckt dich gerade an. Ja, ist hier, oder? Er ist hier geblieben, weil ich ihn geflüstert habe. Das ist ja voll der Kleine. Mach jetzt. Wir sind jetzt in der Sahara angekommen und müssen über die Brücke. Du mit Handtasche. Wackelt die Frau? Nö. Das, du magst es nicht, auf sowas zu stehen. Mag ich ja nicht so. Guck mal. Also, wir machen jetzt ein Labyrinth. Ja, wo gehen wir rein? Bist du dir sicher, dass wir das machen wollen? Ja. Wo? Warte. Soll ich denselben Weg gehen wie du? Am besten ja, ne? Ja. Ich kenne diesen Trick. Man soll immer. Mit rechts halten. Ja. Ja. Sollen wir den seine Hand rechts, ja, können wir machen. Dann sollte man eigentlich rauskommen. Also nicht irgendwie Kacke abbiegen oder so, sondern. Hä? Das ist ja schon mal falsch jetzt. Ich wollte nur gucken, ob es dabei ist. Sackgasse. Echt? Wir sind draußen. Hä, das war ja mal richtig dumm. Nein, oder? Nee, ich glaube, das soll hier nicht so weitergehen. Wir gehen mal den anderen Weg. Wir sind draußen. Ja? Ja. Junge, wir haben es einfach beim ersten Mal geschafft. Jetzt geht es doch rodeln. Die haben aufgemacht und man wird einfach hochgeschoben. Wir müssen jetzt mal gucken, wie das funktioniert. Wir können dann auch zu zweit. Aber meine Handtasche. Ja, wir müssen nur fragen, wie es dann ist. Jetzt mit GoPro und Handtasche. Hä? Aber es sieht cool aus. Mach einfach. Guck, er hat auf. Oh Mann, ey. Kriegst du deine Beine überhaupt hoch? Oder? Ja, ich krieg ich hoch. Ich kann auch noch weiter nach vorne. Wir dürfen. So? Ja. Ich bin jetzt ganz unten. Fällst du nicht nach hinten raus? Junge, ich hab wirklich Schiss, wenn du rausfallst. Hier ist ja nichts. Kannst du dich nicht anlehnen? Ja, das ist meine Lehne. Oh Mann, das ist cool. Oh! Ah, warte, soll ich bremsen? Nein, gib Gas! So, wir sind jetzt im Schmetterlingshaus. Ach, das soll da dranbleiben, okay. Wie das aussieht mit dem Fischauge. Ich glaube. Schmeckt irgendwie nicht so. Oh, mein Rücken. Bitte. Mhm.
Kein Blitzlicht. Machen wir. Können wir hin. Ich vergiss, was ich gesagt habe, das war richtig peinlich. Ja, oder? Yes. Was hast du denn hier? Wie Klaus, oder? Junge, wie der da hängt und das so ist. Ich dachte, das wäre eine Raupe, wo die. Das ist ein Riesenheuschrecken. Ach nee, eine afalische Geilwachs. So. 15 Euro. Was? 15 Zentimeter. Und Mittagessen am Samstag. Cola Zero, wegen Figur. Wow, und dann kommt das. Ja. Okay. Und wir sind im Kino gelandet. Wir gucken jetzt Jurassic World im Urlaub, weil wir nichts zu tun haben. Ja, Kaffee hol ich mir gleich noch. Erstmal das. Guten Appetit. So. Moin Leute und willkommen aus dem Magdeburg Zoo. Wir sind gerade reingekommen und gehen jetzt direkt zum Tiger. Schauen uns den einmal an. Und du musst jetzt ja sagen. Ja. Guck hier auf die GoPro, als ob das dir gleich wegnimmt. Seine Augen sind in Ordnung. Boah, Junge, der springt mich an. Und gleich holt er sich die GoPro. Ja. Was machen wir dann? Ja. Oh, ich hab Und welche Venus? Alle. Und warum die Füße? Guck mal, der knabbert sich am Zeh, siehst du das?
Was ist denn da für ein Haufen, Mama? Das ist ein Schwein, oder? Mama, was ist denn das denn für ein Schwein? Hallo. Das ist ein sibirischer Uhu. Wie alt wird der? Wird. Ups. 50. 50 Jahre werden die. Richtig. Aber der schläft ja auch gerade wieder. So wie wir immer. Nur am Schlafen. Und da war auch so eine Schneeeule. Boah, die sieht man sogar von hier. Das ist eine. Und das sind Pelikane. Aber wieso chillen die da eigentlich alle auf dem Haufen? Wo sollen die denn sonst im Wasser chillen? Das ist ja nichts anderes. Voll schlimm. Guck doch mal. Ja. Nichts. Schon. Jetzt dumm. Pelikan. Hat ihn beleidigt. Ein Mensch geht lauter als ein Elefant. Aber der hat auch so eine Schuhsohle, ne? Aus Fettgewebe. 7000 Kilo. Einfach 7 Tonnen.
Tour war richtig gut und jetzt noch, bevor wir wieder zurückfahren, kurz Stärkung holen. Ja. Mit Vanille, Milch, ja. Und einem Cappuccino. Nee, der Tast ist kaputt. Ich kann ihn direkt. Nee, alles klar, guten Hunger.